Guten Tag, Frau Wank. Könnten Sie mir bitte sagen, wo Herr Dr. Zepp bleibt? Ich erwarte ihn hier im Labor. Herr Dr. Zepp hat sich krank schreiben lassen. Ich denke, dass er keine Lust hat zu arbeiten. Er hat zwei Surfbretter auf seine Bolli und sein Cousin Xaver ist auch dabei. Der Herr ist krank. Soll ich den Novemberlohn um 46% senken? Ja, aber selbstverständlich, Frau Wank. Selbstverständlich. Und dessen Lohnkürzung werde ich die Pfadfindergruppe Ihres Sohnes zukommen lassen. Da wird sich der Pfadfinderstamm meines Sohnes freuen. Okay, Frau Wang, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Arbeitstag. Auf Wiederhören. Wie ihr eben gehört habt, ist Dr. Zepp leider krank und deswegen muss es heute mal ohne ihn gehen. Heute im dritten Teil der magnetischen Bild- und Tonaufzeichnung wollen wir nachsehen, was sich alles in so einer Videokamera befindet. In der letzten Woche sehen wir das Thema den Videorekorder durchgegangen und heute schließen wir das Thema einfach damit ab, wie so eine Videokamera funktioniert und was sich in einer Videokamera befindet. Geschichte der magnetischen Ton- und Filmaufzeichnung in drei Folgen. Folge 3, die Videokamera. This new Panasonic VHS home video recording system does more than record TV indoors. Dad, come on! Because it's portable, you can use it with a Panasonic Color TV camera to record life outdoors. Safe! And you can see what you taped instantly. Instant replay. Instant replay? Hey, I want to see those pictures. Panasonic Portable VHS. It records TV, and it records life. Safe! Out! Safe! Panasonic. Videokameras, auch als Kamerarekorder oder Camcorder bezeichnet, sind elektronische Kameras zur magnetischen Aufzeichnung von Bild- und Toninformationen. Sie wurden mit lichtempfindlichen Halbleitersensoren, CCD-Chips, ausgestattet und ermöglichen auch Aufnahmen bei ungünstigen Lichtverhältnissen in guter Qualität. Die digitalen Signale werden auf einem Magnetband oder auf einer Mini-DVD aufgezeichnet und konnten damit hilfe eines Schnittpults weiterverarbeitet werden. Die ersten Videokameras, Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts angeboten wurden, waren ähnlich wie Fernsehkameras mit Bildaufnahmeröhren ausgestattet. Die Geräte waren zunächst schwer und unhandlich. Mit der Entwicklung der Halbleiterelektronik und der zunehmenden Miniaturisierung wurden seit Mitte der 80er Jahre zunehmend lichtempfindliche Halbleitersensoren, CCD-Chips, eingesetzt, die heute bei allen modernen Digitalkameras in verbesserter Form verwendet werden. Die Videokameras wurden leichter und kleiner. Bei den ersten Videokameras erfolgte die Aufzeichnung von analogen Signalen. Inzwischen hat sich Digitaltechnik durchgesetzt, sodass Videokameras vom Markt verdrängt wurden. Zudem ist es jetzt schwer, an Videokassetten heranzukommen, da hier nicht mehr hergestellt oder kaum mehr hergestellt werden. Man spricht von digitalen Digitalkameras oder kurz Digicams oder nutzt dafür einfach die Bezeichnung Cam. Mittlerweile machen digitale Fotoapparate Filmaufnahmen, die an professionelle Filme ohne weiteres mithalten können, wobei die Daten auf einer gesonderten Speicherkarte, sogenannte SD-Card, von Englisch Secure Digital Memory Card, auf Deutsch sichere digitale Speicherkarte, erfasst werden. Bevor es Videokameras gab, hatte man die Möglichkeit mit Schmalfilm, hier ein 16mm Format, später 12mm, aber auch mit Profiformaten 36mm zu filmen. Zuvor musste man die ganze Kamera aufziehen. Und wenn man aufzog, umso mehr Material hatte man filmen können. Man hat anvisiert, erstmal eingestellt, Licht, Meter und so weiter. Es war alles ein bisschen komplizierter. Und dann hat man gefilmt. Sensationell ist ziemlich nur so lange, wie die Aufzugsfeder gespannt war. War es nicht mehr gespannt, konnte man nicht mehr filmen. Nachteil ist, man hat gerade etwas Sensationelles vor der Linse und man hat vergessen aufzuzogen, also konnte man nicht filmen. Ja, und das Endresultat war, dass man Kameras hatte, Projektoren zu Hause, wo man
drehen konnte. Wie früher, auch die ersten Kinos in den Stummfilmzeiten, da musste der Filmvorführer stundenlang kurbeln und kurbeln und kurbeln und kurbeln. Aber auch diese Formate sind Geschichte mittlerweile. Das sind alte Kameras, Videokameras, wo Kassetten reinkommen. Nachteil bei diesen Kameras war, man hatte einen riesen Kabelsalat dabei. Der Akku lief eine Zeit lang und da muss man neu anschließen. Nicht das Gelbe vom Ei. Etwas weiterentwickelt diese Kamera. Aber auch hier ist eine Videokassette enthalten. Sie waren groß, relativ umständlich handzuhaben und leider fehlt hier der Akku und man hat einen riesen Akku dabei gehabt. Also auch von gestern die Technik. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was sich in so einer Kamera alles befindet. Aufbau einer Videokamera und die Active Pixel Sensor. Wir betrachten nachfolgend eine Videokamera, also solche, bei denen die Informationen in elektromagnetische Signale umgewandelt und gespeichert werden. Als Objektiv wird meist ein motorbetriebenes Zoom-Objektiv verwendet, das von einem bestimmten Standpunkt aus wegen der veränderlichen Brennweite sehr unterschiedliche Bildausschnitte ermöglicht. Zum optischen Zoom kommt meist noch ein digitaler Zoom hinzu, durch den allerdings die Bildqualität erheblich verschlechtert wird und sehr verpixelt und teilweise auch unscharf. Blende- und Fokussierlinse ermöglichen die Einstellung eines richtig belichteten, scharfen Bildes, wobei diese Einstellungen zumeist schon automatisch erfolgten. Es gab aber auch die Möglichkeit, die Blende und alle anderen Einstellungen selbst vorzunehmen. Aufgenommen wird das Bild von einem oder mehreren Active Pixel Sensors für die Farben Grün, Rot und Blau. Ein APS-Chip ist ein lichtempfindlicher integrierter Schaltkreis zur Verarbeitung der optischen Signale. Dabei ist die Bezeichnung APS abgeleitet vom englischen Active Pixel Sensor, also dem deutschen aktiven Pixelsensor. Helligkeitsunterschiede wurden in Ladungsverteilungen umgewandelt. Es entstand auf dem Active Pixel Sensor Chip ein Halbleiterdetektor zur Lichtmessung, der in CMOS-Technik gefertigt wird und deshalb oft als CMOS-Sensor bezeichnet wird, ein Ladungsbild, das ausgelesen, verstärkt und dann gespeichert elektromagnetisch auf einem Videoband gesichert wurde. Gute Active-Pixel-Sensoren erreichten 500x500 Bildpunkte, sogenannte Pixel-Auflösung, das war aber auch abhängig von der Qualität des Videobands. Die Active-Pixel-Sensoren wurden auch bei den digitalen Digitalkameras und Fotoapparaten genutzt in wesentlich verbesserter Form. Gespeichert wurden die Bild- und Toninformationen auf einem Magnetband oder später auf einer DVD. Die Aufnahmedauer lag bei maximal 90 bis 120 Minuten je nach Videoformat. Bei heute im Durchschnitt lagen sie jedoch bei rund einer Stunde. Die Energieversorgung der Kamera erfolgte durch Batterien oder Akkumulatoren oder einem Netzteil. Um ein verwackelungsfreies Bild zu erhalten, verfügten bessere Videokameras über einen elektronischen Bildstabilisator. Für die Tonaufzeichnungen wurde ein Mikrofon eingebaut oder musste separat gekauft werden. Ein großes Problem war allerdings der Weißabgleich, der besonders für Innenaufnahmen notwendig war, der oft manuell vorgenommen werden musste. Beta war ja automatisiert, aber die Ergebnisse waren oft sehr unbefriedigend. Als erstes erkennen wir, in dieser Kamera befindet sich nichts weiter als ein kleiner Videorekorder. Nun, wir sind letztes Mal das Thema Videorekorder durchgegangen und deswegen möchten wir die Einzelteile jetzt hier erst einmal nicht wiederholen. Dazu, wenn ihr die Folge nicht kennt, schaut in der letzten Folge vorbei, den Videorekorder, und dort werden euch auch alle Einzelteile erklärt und ihr könnt sehen, welche Teile so enthalten sind. Und jetzt werden wir weit gehen und die Videokamera auseinanderbauen. Als erstes werfen wir nochmal einen Blick auf die Aufnahmetechnik. Es handelt sich hierbei nichts weiter als um einen Videorekorder in Kleinformat. Jetzt nehmen wir uns als erstes einfach einmal diesen Sucher vor und schauen nach, was dort alles so enthalten ist. Damit das alles etwas schneller geht, werden wir die einzelnen Stationen schneiden. Ansonsten würdet ihr die ganze Zeit zugucken, wie ich schraube. Als erstes können wir hier Fernsehtechnik erkennen. In Einzelnen haben wir einen Umlenkspiegel. Die Kamera hat die Bildsignale übertragen zu diesem Bildschirm, damit wir anhand des Bildschirms sehen können, was gefilmt wird. Century Styling. Styling that blends with any kind of furniture. Now, here's the first of the four ways that this wonderful Westinghouse console entertains you. Television.
And here's the famous electronic magnifier, a Westinghouse exclusive. If you're watching a standard picture and you want a close-up, you just turn the electronic magnifier knob and right away you get a giant close-up. Cutaway Rendering einer Farb-CRT. Kathodenstrahlröhrenbildschirm. Drei Elektronenemitter für rote, grüne und blaue Phosphorpunkte. Elektronenstrahlen. Fokussierspulen. Ablenkspulen. Anschluss für die Endanoden. In einigen Empfangsrohrhandbüchern als Endorgan bezeichnet. Maske zum Trennen der Strahlen für den roten, grünen und blauen Teil des angezeigten Bildes. Abgelenkter Elektronenstrahl. Nahaufnahme der phosphorbeschichteten Innenseite des Bildschirms. Die Fernsehbildröhre. Sockel. Glaskolbenhals. Ionenfallenmagnet. Zentriermagnet, Elektronenstrahl, Anodenanschluss, abgelenkter Elektronenstrahl, leitfähige Beschichtung, Glaskolben, Ablenkspule, Kathode, Ionenstrahl, Gitter 1, Gitter 2, Gitter 3, Gitter 4, Gitter 5. Zusammen bilden die Gitter 1 bis 5 die Ionenkanone. Ich denke mal, daraus lässt sich noch was machen. Es ist einfach zu schade zu entsorgen und deswegen werde ich das aufbewahren. Aber ich denke, es geht noch interessanter. Ich weiß immer noch nicht, was sich darin alles verbirgt. Wisst ihr das? Den ersten Teil haben wir gesehen. Die Bildübertragung. Nachdem wir es jetzt glücklicherweise geschafft haben, etwas abzubekommen, sehen wir als erstes den Anschluss für das Mikrofon. Hier befand sich der Anschluss für das Mikrofon. Während das die Platine für das Mikrofon ist. Das Gehäuse ist lichtbrüchig geworden und von daher ist das Gerät auch für Sammler nicht mehr wirklich interessant. Hier könnt ihr jetzt im Prinzip einen kleinen Videorekorder sehen. Besser gesagt, es ist nichts anderes als ein kleiner Videorekorder, der die Aufgabe hatte, die von der Linse kommenden Bildsignale an dich aufzunehmen. Das war an sich alles. Hier befindet sich ein kleiner Lichtsensor. Dieser Lichtsensor ist dafür gedacht, dass die Kamera messen kann, welche Lichtverhältnisse vorhanden sind und dementsprechend auch die Belichtungswerte einstellt. Die Bilder, die eingefangen werden, wandern durch die Linsenoptik über einen Umwandler, der mit Hilfe von einiges von Technik die Bilder umwandelt in elektromagnetische Felder, die wiederum vom Videokopf aufgenommen werden können und über den Videokopf auf das Bildband kommt. Das habt ihr letztes Mal schon sehr ausführlich gesehen, das brauchen wir euch jetzt nicht mehr zu erklären. Ansonsten schaut einfach in das letzte Video nochmal rein. Und wie das funktioniert von der Linse zum Videorekorder, werdet ihr jetzt in einer Einblendung sehen. Henrik wird fotografiert. Das von Henrik reflektierte Licht wird von der Linse erfasst und fokussiert. Linse. Mosaikfilter. Bildsensor. Analoge Elektronik. Der Analog-Digital-Wandler wandelt das analoge elektrische Signal in digitale Daten um, wobei dieselbe binäre Sprache wie bei Computern verwendet wird. Analog-Digital-Wandler. Digitale Bildverarbeitung. Digitalkameras verwenden ihre Bildverarbeitungssysteme, um die riesige Menge digitaler Daten zu verarbeiten, die für jedes aufgenommene Bild erstellt werden. Puffer.
Bildspeicherung mit Henrik in Bit und Byte. Der Farbfilter. Die Fotozellen auf dem Sensor messen nur die Helligkeit des Lichts, nicht seine Farbe. Damit Farbinformationen gesammelt werden, hat jede Fotoseite einen roten, grünen oder blauen Filter, RGB. Dies in einem Mosaik angeordnet, das als Bayer-Muster bekannt ist. Bayer fand heraus, dass mit doppelt so vielen Grünfiltern wie Blau oder Rot ein schärferes Bild entsteht. Der Demosaicing-Prozess wandelt diese Rotdaten in ein vollfarbiges Raster von Pixeln in den aufgenommenen Bildern um. Der CMOS Active Pixel Sensor. Analog-Digital-Wandler. Analoge Signale werden in digitale Signale umgewandelt. Bildsensor. Analoge Signalverarbeitung, Verarbeitung der analogen Signale. Uhr- und Zeitsteuerung. Polsterung. Digitale Logik, Schnittstelle, Zeit, Verarbeitung und Ausgabe. Bayer-Mosaik-Filter. CMOS-Sensor, Active-Pixel-Sensor, Areal der Farbabbildung. Geschichte des Active-Pixel-Sensors. Active-Pixel-Sensoren wurden in den 1990er Jahren von Eric Fossum am Jet Propulsion Laboratory erfunden. Wegen der anfänglich nur schlecht verkleinerbaren Ausleseelektronik lag der Füllfaktor, also der Anteil der lichtempfindlichen Fläche an der Gesamtfläche eines Pixels, bei nur 30%. Das heißt, die Ladungsausbeute war gering und somit auch die erzielbare Signalstärke, was zu einem schlechten Signal-Rauschverhältnis führte und sich mit starkem Bildrauschen bei mäßiger oder schlechter Lichtempfindlichkeit äußerte. Dieser Nachteil wurde erst später durch die intensive Weiterentwicklung der Miniaturisierung der CMOS-Technik und durch den Einsatz von Mikrolinsen über jedem Bildelement, die das gesamte einfallende Licht auf den lichtempfindlichen Teil lenken, reduziert. Als Bayer-Sensor bezeichnet man einen Fotosensor, der ähnlich einem Schachbrett mit einem Farbfilter überzogen ist, welcher meist zu 50% aus Grün und zu 25% aus Rot und 25% Blau besteht. Grün ist in der Flächenzuweisung somit der Auflösungsfähigkeit privilegiert, da Grün bzw. der Grünanteil in Grautönen beim menschlichen Auge den größten Beitrag zur Helligkeitswahrnehmung und so zur Kontrast- und Schärfewahrnehmung leistet. 72% der Helligkeits- und Kontrastwahrnehmung von Grautönen wird durch deren Grünanteil verursacht. Dagegen leistet Rot nur 21% und Blau nur 7%. Zudem ist Grün, also die mittlere Farbe im Farbspektrum, diejenige, für die Objektive in der Regel die höchste Abbildungsleistung, Schärfe und Auflösung liefern. Nach diesem Konzept der Bayer-Matrix, englisch Bayer Pattern, arbeiten fast alle gebräuchlichen Bildsensoren in digitalen Foto- und Filmkameras. Das Konzept dieses Sensortyps steht im Gegensatz zum Konzept der Foveon X3 Direktbildsensoren oder der Super CCD-Sensoren. Die Bayer-Matrix oder auch Bayer-Filter ist nach dem Erfinder Price E. Bayer benannt, der am 5. März 1975 das Patent im Namen der Eastman Kodak Company in den USA einreichte. Sehr interessant ist dieses kleine Teil. Es sieht nach nichts aus, ist aber eine ganze Menge. Das ist die Blende. Blende zu, Blende auf. Blende weiter geschlossen. Kleine Blende, wenig Licht. Große Blende, viel Licht. Weniger Licht, noch weniger Licht, noch weniger Licht. Sehr viel Licht. Das ist dafür da, wenn die Sonne scheint, schließt sich die Blende, weil sonst alles vollkommen überlichtet wäre. Bei gutem Wetter schließt sie sich ebenfalls. Umso dunkler es ist, umso weiter öffnet sie sich. Die Blende. Eine große Blendenzahl bedeutet eine kleine Blende und eine kleine Blendenzahl bedeutet eine große Blende. Soweit ganz einfach oder auch nicht. Wir erklären es euch. Die Blendenzahlen liegen meistens zwischen 2,4 und 22f, also Blende. Die Belichtungsdauer der Belichtungszeit, also der Zeitraum, in dem der Verschluss geöffnet ist und Licht auf den Film fällt, kann meist in weiten Grenzen verändert werden. Die Belichtungsdauer kann zwischen Minuten, bei Nachtaufnahmen, bei Fotografien und ein tausendstel Sekunden liegen. Bei modernen Fotoapparaten oder Videocams wird zumeist automatisch eine passende Kombination aus Belichtungsdauer und automatisch die Blendenzahl ausgewählt.
Dr. Zepp hat euch eben einen kleinen Einblick zum Thema Blende gegeben. Was sind aber nur Blendengrößen? Warum ist eine kleine Blendenzahl klein und eine große Blendenzahl groß, obwohl die Blende sehr weit geschlossen ist? Das erklären wir euch jetzt. Blendengröße F1,8. Blendengröße F2,8. Blendengröße F4. Blendengröße F5,6. Blendengröße F8. Blendengröße F11. Lukas zeigt euch zu jeder Blende das richtige Bild. Vorweg, das komische F ist das Fluorinzeichen. Das ist ein Buchstabe des lateinischen Schriftsystems. In der Fotografie wird der Kleinbuchstabe für die Blendenöffnung verwendet, also zum Beispiel F2,8 statt 1:2,8. Auf geht's! F2,8. Es ist recht dunkel, deswegen eine weit geöffnete Blende. F4. Es ist etwas heller als zuvor, also etwas mehr geschlossen. F5,6. Es ist zwar ziemlich diesig, aber die Sonne bietet genügend Licht, also wird die Blende etwas größer. F8. Der Skatepark ist zwar abgesoffen, aber dafür ist der Himmel blau und das Wasser spiegelt das Licht. Das heißt, wir haben mehr Licht und die Blende wird größer. F11. Fabian zeigt beim Snowboarden, was er kann. Die Sonne ist im Gegenlicht, der Himmel ist blau und der Schnee reflektiert alles, also eine sehr große Blende. Anhand dieser Animation könnt ihr sehen, wie sich die Größe der Blende verändern, sobald das Licht seine Verhältnisse ändert. Moderne Digitalkameras, aber auch Fotokameras, mit denen ihr schon fast professionelle Bilder in Spielfilmqualität drehen könnt, passt sich diesen Lichtverhältnissen automatisch an. Ihr könnt bei sehr hochwertigen Geräten auch die Blenden bei Bedarf noch selbst einstellen. Die Batterie bzw. diesen Akku werde ich jetzt nicht auseinander. Ich kenne die Technik nicht richtig und das ist mir nicht ganz so geheuer. Zumal das auch Umweltgifte sind. Aber wie so häufig bei vielen Geräten muss ich leider bemängeln. Es gibt immer wieder Leute, die lieber Kabel neu kaufen als zu recyceln. Man bräuchte hier nur einen Stecker dran zu machen oder aufbewahren für ein Gerät, wo das Kabel kaputt ist. Statt neu kaufen, kann man diese Kabel wirklich aufbewahren und deswegen am besten irgendwo hinhängen, wo es kein Licht ausgesetzt ist. Wegen mehr in einer Tüte reinmachen, am besten in einen Jutebeutel, nicht unbedingt in Plastik. Und wer weiß, vielleicht ist das nächste Gerät nur das Kabel kaputt und dann habt ihr eins. An meiner guten alten kleinen Cam, die ich immer noch gerne mal zum Longboarden verwende, ist weniger Technik als hier dran, aber die Grundelemente sind immer noch vorhanden, wie Linse, weitere Optik, Blende, Bildumwandler, nur dass es hier eben nicht mehr auf Videoband ist, sondern auf einer kleinen. Ja, und auch die Akkus sind kleiner geworden und werden immer kleiner. Und wie ihr heute lernen konntet, es bringt Spaß, alte Geräte auseinanderzubauen. Es ist interessant, macht das ruhig. Bei diesem Gerät brauchen wir jetzt eigentlich keine Warnung beizusetzen, außer Finger weg von Akkus. Nur falls scharfe Teile dabei sind, zieht euch Handschuhe an. Habt euren Großvater, großen Bruder oder Vater dabei oder wie auch immer, wegen mir auch einen Erzieher, der euch die Teile erklärt. Lernen könnt ihr immer etwas daraus. Telefon. Physikalisches Technisches Labor, Konstruktor, Professor Konstruktor, guten Tag. Ah, Herr Kapitän Schmidt, welche Ehre. Was führt Sie zu uns? Ob das möglich wäre, den Untergang der Titanic mit einer Videocam
neuer Generation zu filmen? Ja, durchaus. Es gibt Nachtgeräte, die es durchaus können. Als Beweislage, was passiert ist, ja, da kann man so eine Videokamera hervorragend benutzen. Das ist wahr. Ja, es werden auch damit schon Flugzeugabstürze live gefilmt, durchaus, ja. Ja, es sind auch schon Schiffsuntergänge gefilmt worden. Da gab es vor ein paar Jahren Schiffsuntergang im Mittelmeer, ja, durch ziemlich fahrlässige Manöver. Ja, das ist auch live gefilmt worden, selbstverständlich. Ja, es haben auch die meisten Passagiere überlebt. Ja, aber dennoch denke ich, man sollte nicht zur Kamera greifen und vielleicht helfen. Das ist doch mehr was für ein Gentleman, denke ich mal. Sehen Sie auch so? Ja. Ah, Sie haben schon mit Herrn Dr. Zepp gesprochen. Was wollte er denn? Nein. Das hat er mir überhaupt nicht abgesprochen. Das geht auf keinen Fall. Aber wissen Sie was, wenn das möglich ist, dann werde ich Ihnen gerne eine Videokamera zukommen lassen oder ein, sagen wir mal in Ihrer Zeit, jetzt eine Filmkamera mit 16mm Film, wo man auch im Dunkeln filmen kann, genau. Ja, das sehe ich auch so, mit einem Herkunftsfilm aus Ihrer Zeit, den Sie auch kennen, und damit dann eben Film. Das denke ich mal, ist für Ihre Zeit am besten. Das könnten Sie dann ja auch in Ihren Kinos dann zeigen. Genau. Aber wie gesagt, die Personen sollten doch eher Frauen und Kinder in Rettungsboote helfen, als zu filmen. Das ist auf jeden Fall wichtiger. Wissen Sie, heutzutage filmt jeder mit seinem Handy und blockiert Unfälle, blockiert die Rettungskräfte, ja, und stellt den Leuten in den Weg, statt zu helfen oder beiseite zu gehen, wird gefilmt. Und das ist ja auch nicht das Gelbe von Ei, denke ich mal. Sehen Sie auch so. Okay. Hätten Sie noch eine Frage? Gut, dann wünsche ich Ihnen alle Zeit eine Handbreit Wasser und dann Kiel. Auf Wiederhören. Und in dem Sinne, für heute ohne Dr. Z, bleibt wach, seid an Technik interessiert und räumt hinterher auf, sonst schimpft eure Mutter. Und wie immer, seid auch dabei vorsichtig und bis mal. Tschüss!
Yeah, let me know.